heizen unseren Grill schon mal vor und gehen hoch und holen unser Fleisch. Oh, wie schön. Endlich, endlich. Ich freue mich so, dass wir endlich unser Fleisch grillen können. Dann wird das auch viel ergiebiger sein, als es vorher war. So, jetzt haben wir drei Fleisch schon mitgenommen. Wir müssen ja mal so ein paar Sachen ablegen. Das geht nicht mehr hier. Wir haben zu viele Sachen dabei. Das Eisen behalten wir, aber den Vorschlaghammer packen wir mal eben wieder weg. Kupfer haben wir. Holz, Salatkopf. Ich glaube, den Salatkopf brauchen wir auch erstmal nicht. Den packen wir hier rein. Ne, warte mal, da ist es falsch. Die Nahrungsmitteltruhe ist hier. Wir können auf Dauer noch ein paar Schilder anlegen, glaube ich. So über die Truhen hängen. Irgendwie schöne Schilder, wo wir dann nochmal beschriften, was eigentlich in den Truhen drin ist. Wir müssen ja auch nochmal mit Brettern arbeiten, dass wir so senkrechte Bretter aufstellen und waagrechte nochmal, dass wir so ein richtiges, schönes, quasi Truhenregal haben. Man kann sich seine Möbel ja auch selber bauen in diesem Spiel, das ist ja das Schöne. Der Fantasie sind ja quasi keine Grenzen gesetzt. So, ich glaube, wir sind jetzt hier eigentlich ganz gut erstmal, das können wir auch erstmal ablegen, die Zylinder. Zunächst brauchen wir die nicht. Ansonsten, was haben wir hier noch? Stein. Hier haben wir noch Erde. Wofür wir die Erde brauchen, weiß ich irgendwie noch gar nicht so richtig. Wie gesagt, aber die können wir erstmal hier oben reinschmeißen. So, weg sind sie. Und runter geht es. Mit dem Speck in der... Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Hat er eigentlich unendlich Brennstoff, dieser Grill? Müssen wir noch mit dem Raster... Kann man mit dem Raster arbeiten? Nee, wir können jetzt überall... Nein, nicht essen. Nicht essen. Willst du wohl nicht einen rohen Speck essen? Bist du wahnsinnig. So. Obernice. Können wir noch mehr da drauflegen? Nein. Also vier können wir da drauflegen. Vier Speckstreifen. Und jetzt gucken wir mal. Kann man irgendwas noch hier anklicken? An, ausmachen? Nee. Also, wir warten jetzt einfach, bis das fertig ist. Oh, das ist ja auch schon wieder fertig. Meine Güte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Ofen immer heißer wird. Was haben wir denn noch? Sieben haben wir noch. Oh, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Wir müssen von oben jetzt was holen, dass wir hier richtig unsere ganzen Sachen hier zu Barren verbraten. Kupferbarren, Eisenbarren. Ansonsten haben wir nichts mehr hier. Aber ich weiß, dass wir oben, ja, wir haben ja oben noch reichlich. Da stratzen wir doch mal zu unserer Rohstofftruhe. Wo ist sie? Da. Rohstofftruhe. Was haben wir denn noch drin? Dieses Wolfram würde ich auch gerne. Dieses Wolframerz. Lass uns mal mit dem Wolframerz weitermachen. Was war da noch drin? Irgendwas, was wir noch gar nicht haben? Nochmal eben gucken. Erde ist klar. Sand weiß ich gar nicht. Mit Sand kann man, glaube ich, nichts machen. So, hier haben wir noch... Silber haben wir auch noch nicht. Silberbarren, glaube ich. Aber lass da erstmal den Wolfram. Ich gucke gerade nochmal, ob wir Silberbarren hier schon drin haben. Wenn, müssen die ja hier drin liegen. Aber das ist jetzt nur Eisen. Wir wollen jetzt unseren Ofen auch nicht zu lange nutzlos brennen lassen. Wir packen hier nochmal eben jetzt die Sachen rein. Wo haben wir es jetzt? Da oben Wolframerz. Geht das auch hier rein? Ja, wunderbar. Dann haben wir ja Wolframbarren, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nie den Namen Wolframbarren gehört. Gibt es überhaupt Wolframbarren? Woran sieht bei denen jetzt, dass der Speck fertig ist? Ich nehme einfach mal an, dass der nachher eine andere Farbe bekommt. Bacon rot. Ich kann den nehmen, aber... Ich lasse erstmal noch ein bisschen liegen. Was wir übrigens auch noch brauchen hier. Wir haben hier so ein bisschen unsere Gerümpel-Arbeitsecke. Boah, weißt du, was mich hier tierisch stört? Diese Erde, die hier ist. Warte mal. Stört mich hier die ganze Zeit. Ich renne hier die ganze Zeit vorbei. Und permanent stört mich das. Haben wir jetzt Erde gesammelt? Ein bisschen? Hallo, ich will doch nur ein bisschen Erde haben. Das macht mich doch nicht hibbelig hier. So, einmal Erde. Das reicht doch schon. Einmal Erde. Mehr brauchen wir gar nicht. Das will ich jetzt hier drunter legen. Das stört mich hier tierisch, wie gesagt. So ist besser. Auch wenn es nicht optimal ist, ganz klar. Bisschen Haken. Hak. 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 Hak, Hak.
So. Oh, sehr schön. Den habe ich eben runtergenommen, deswegen ist er noch nicht fertig. Sieht man also sehr gut, wenn der fertig ist. Dann nehmen wir den nochmal runter vom Grill und packen da einen neuen Speck drauf. Schade, dass wir das jetzt keine runden bzw. geraden Zahlen haben. Sonst hätten wir jetzt die nächsten vier draufpacken können. Aber das ist auch wirklich völlig egal. Oh. Jetzt habe ich gerade mehr draufgepackt, oder? Jetzt habe ich alle vier, jetzt haben wir insgesamt fünf da drauf liegen. Ging also auch. Und jetzt werden wir natürlich diesen köstlichen Speck, obwohl... Ach komm, egal. Lecker. Das würde ich jetzt gerne in Realität essen. Lecker. Mit der Hake erstmal ein bisschen ausruhen von der harten Garten. Wieso kann ich mich nicht... Ich kann mich nicht weiter drehen. Ah, macht nichts. Erstmal etwas ausruhen von Gartenarbeiten, ein bisschen unsere Bäume betrachten hier. Vielleicht können wir auch den einen oder anderen Baum auch schon wieder fällen bald. Und wir können natürlich auf Dauer hier auch unseren Weg jetzt weitermachen. Was natürlich jetzt auf Dauer als Programm auf uns zukommt, ist tatsächlich die Jagd. Ist tatsächlich die Jagd, denn wir wollen natürlich auch mit unserem gewonnenen Eisen, was wir gesammelt haben, und letztendlich, um mehr Fleisch zu bekommen, was wir auf den Grill schmeißen können, wollen wir natürlich jetzt auch vermehrt jagen. Ich würde mir auch gerne so einen schönen Elchkopf hier ins Haus hängen. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich den hinhänge, aber vielleicht hier über die Tür, wenn das geht. Hier direkt am Eingang, so ein riesen Elchkopf. Den würde ich mir in Realität nie in meine Wohnung hängen, aber hier ist das doch phänomenal super. So, das ist alles noch in der Mache hier. Und jetzt gucken wir nochmal eben nach den Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Müssen wir eben noch mal zu der Sägebank gehen. Ne, Moment. Kategorie Waffen. Bei der normalen Werkbank. Streitkolben, Morgenstern, Armbrust, Muskete, Pfeil. Das ist das, was wir brauchen. Stock und Eisenstab. Wird vom Bogen oder Armbrust abgeschossen. Brauchen wir auf jeden Fall die Muskete. Wäre jetzt super für unsere Waffe, die wir haben, unsere Flinte. Aber dafür brauchen wir... Ach, meine Wolfram. Wir haben ja Wolfram gefunden. Pff, Wolfram. Aber wir brauchen ja Munition. Moment, es geht um die Munition. Es geht nicht um die Waffe selber. Es geht um die Munition. Repetiergewehr. Wir haben ein Repetiergewehr. Wir haben keine Muskete. Wir haben ein Repetiergewehr in unserem Bestand. Ist deutlich effizienter als die Muskete in puncto Feuerrate, Präzision und Reichweite. Dafür braucht man allerdings einen Ladeclip. Eine Kugel brauchen wir nicht, der ist für die Muskete. Einen Ladeclip brauchen wir und dafür brauchen wir Schwefel. Genau, das war der Pferdefuß. Wir haben nämlich noch keinen Schwefel gefunden. Schwefel haben wir noch nicht, deswegen können wir zurzeit das Repetiergewehr noch nicht verwenden. Aber Pfeile können wir auf jeden Fall herstellen. Und das werden wir auch tun. Eisenstäbe können wir herstellen. Eisenbarren, Eisenstäbe, Stöcker. Ich guck mal eben, ich laufe mal eben nochmal einmal hoch. So, die Hake können wir jetzt erstmal wegpacken. Ich laufe nochmal eben einmal hoch. Ich glaube nämlich, dass wir hier noch Stöcker haben. Wäre ja gut, ja nur noch drei, naja okay, was soll's. Ansonsten ist hier jetzt nichts Brauchbares drin im Moment. Dreimal Stöcker. Und dann können wir tatsächlich... Moment, die Armbrust müssen wir natürlich... Aber die haben wir schon. Genau, die haben wir schon. Wir haben ja zwei Stück. Da hinten, das ist schon fertig. Das nehmen wir schon mal raus. Wolfram braucht etwas länger. Ja gut, jetzt haben wir gerade nichts, um das da rein zu tun. Außer noch mehr Wolfram. Noch mehr Wolfram. Wir im Wolfram... Hallo? Es wird schon wieder dunkel und wir haben zu wenig Stöcker. Rohstoffe, Stock. Achtmal Stock bedeutet... Eisenstab. Einmal Eisenplatten, das ist also Eisenplatten. Eisenplatten 1, 2, 3, ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir müssen nicht mal so drauf achten. So, erstmal ein paar Eisenstäbe hergestellt, was soll's. Und trinken natürlich nicht vergessen. Und dann geht das doch schon los. Ah, noch ein Schluck. Ist nicht ganz richtig knallig grün. So, jetzt. Weg damit.
Weg damit, weg damit. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Da, 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 da. Ich bin so gespannt. Waffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Armbrust. Nein, Armbrust wollen wir nicht. Pfeil. Oh, wie cool. 4 Pfeile. 8 Pfeile. Nein, wie cool. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? 16 Pfeile. Ach komm, wir stellen noch ein paar mehr her. Ey, wir haben's. Egal, komm, alles. 16 Pfeile. 16 Pfeile, 32 Pfeile haben wir in 2 verschiedenen Stacks. Ich guck jetzt gerade mal. Ah, okay, mit Linksklick kann ich ihn eigentlich wiederholen. Ich schieße mal hier vorne hin. Wir müssen jetzt ein bisschen ausprobieren. Was mir jetzt hier fehlt, ist ein Zielkreuz irgendwie. Huch. Ah, der Pfeil ist weg. Nee, da ist er. Kann ich den wieder mitnehmen? Hey, cool! Kann ich wieder mitnehmen? Okay, die anderen sind natürlich jetzt irgendwo. Die werden wir nicht mehr finden. Aber das würde ja bedeuten, oder vielleicht bedeuten, dass wir tatsächlich unsere Pfeile auch wieder aus den Tieren ziehen können, wenn wir die erlegen. Ist das so? Ah, sieht schon schön aus. Richtig gemütlich hier. Nein! Der Speck ist verbrannt! Nein! Der Speck ist verbrannt! Oh nein! Das gibt's doch gar nicht! Das geht auch? Kann man den trotzdem essen? Nein! Nein! Oh nein! Ich bin... Oh nein! Oh Mist! So, das hast du jetzt davon, Grill. Jetzt geht's erstmal wieder ausgemacht. Nein, der Speck ist verbrannt. Das geht. Das geht ja. Wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen weiter brennen, den Ofen hier. Das hat mich natürlich, wie gesagt, sofort auf den Ofen gebracht. Wie viel haben wir da jetzt noch drin? 682. Uch, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Das letzte Wolfram muss jetzt noch... Was ist denn hier los? Hä, was ist das denn? Ach, ich kann die Barren nicht aufnehmen. Deswegen sind die jetzt... Kacke, was mache ich denn jetzt mit dem... Oh nein, jetzt muss ich die wegwerfen oder was? Oh, der schöne Speck. Das ärgert mich. Naja, so lernt man dazu. Lass uns wenigstens hier die Barren aufnehmen. Das wäre sehr, sehr schade, wenn wir die jetzt verlieren würden. So. Die werden auch gleich fertig sein. Und dann können wir uns so langsam auf die Jagd begeben. Das wird ein sehr, sehr spannendes Thema, auf die Jagd zu gehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es hat dir bis jetzt gefallen. Wenn du Vorschläge hast, auch für die Einrichtung des Hauses, egal was, kannst du das natürlich immer gerne in Form der Kommentare mitteilen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für dein Interesse und fürs Zuschauen und sage einfach mal, wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.